Damit willkommen zu einer weiteren Folge Stoneheart mit Kevin. Hallo. Bei mir das Gefühl, ich habe ein Haustier. Echt, du hast dir ein Haustier geholt? Nein, das hat mein Tierfänger gefallen, das heißt Jack. Okay. Lol, ein Typ bei mir ist tot. Wie? Da wurde K.O. geschlagen. Ja, dann kannst du ihn eigentlich recovern noch, ne? Also noch holen. Wiederholen. Wow, du kannst ja auch retten drücken. Da hat er deinen Fehler, du hast auf retten gedrückt. Ich hab gar nichts gedrückt eigentlich. Du hast aber wahrscheinlich auf retten drauf gedrückt. Ich hab die nicht mal ausgewählt, ich hab nur geguckt, wo die sind, mir auch nicht. Naja, egal. Irgendwie ist das passiert. Meine Einheiten sind die Saison Goblin, die rasen voll auf den zu. Alter, du musst mal gucken, wie die bewaffnet sind. Die rennen ja schon inzwischen mit voller Rüstung rum. Jo. Ja, aber nur noch keine vernünftige Waffe. Ja, also ich bin hier eh umzingelt von zig Goblin-Stämmen, die halt nicht zu mir kommen. Warte, wo sind deine. Oh, die Goblins kommen. Oder sind das deine? Nee, die Goblins verfolgen deinen Typen, der den holen will wieder. Die sind bei dir. Ey, Angriff auf dein Lager, ne? Ah, nee, das ist dein Typ. Okay, ich hab mich schon gewundert. Boah. Alter, die haben ja echt volle Montur, ey. Einfach geil. Aber wenn du mal bei mir guckst, ne? Die kommen halt alle nicht her, ne? Obwohl hier überall Gegner sind. Rechts unten von meinem Lager, da sind irgendwelche Salamander, also irgendwelche Monster, ne? Unter meinem Lager sind Goblins, über meinem Lager. Alter, sind der Goblins. Checkt's einfach nicht, gell? Ich habe jetzt einen Ritter, gell? Inzwischen, weil ich jetzt gedacht habe, machen wir das halt mal zum Ritter, gell? Ist ja eigentlich so gut, hat zwar gerade Hunger, der Typ. So, der ist gerade am Essen, ach so. Weil ich habe jetzt gesagt, hä? Der geht da rein. Holt sich das, was er braucht, um Ritter zu werden. Hat jetzt ein bronzenes Kurzschwert und ein Ritterschild, ja. Ich hab Stallschilder und Stallschwerter gemacht schon. Okay. Die sind beide besser. Jo. Ne, warte mal, das Eisenschild ist schlechter, lol, was? Nia ist auch ein Level 4 Farmer, ja schön. Das freut mich ja. Jetzt bauen die da eine schöne Trainingsstation. Lol, ob du die Jahnschild musst Level 5 Ritter sein, das nutzen zu können, gell? 13 Verteidigung. Rüstung, okay. 11 Verteidigung, gell? Helm, 6 Verteidigung. Und wenn du Obsidian-Schwert hast, das sind 2 Handschwert, ne? Okay. Obsidian-Schwert hat einfach 21 Schaden. Jo. Ich will jetzt erstmal nachgucken, wie das funktioniert mit dieser Trainingsstation und diesem Studierding da. Okay. Weil die habe ich jetzt gebaut, ne? Weil ich habe ja 8 Leder oder so gekauft von dem Händler. Und lass jetzt da bauen erstmal. Okay, und die eine, die webt jetzt ganz schön viel. Das freut mich. Empty Water Skin. Second Life for my pet. Alles klar. Ah, das kann wirklich sein. Der ist doch Level 1 Ritter erst, gell? Dass dieses verfickte Schwert Level 2 braucht. Jo. Ja. Stahlquatschschwert Level 2. Langschwert, weil ich erst erstellen brauche, braucht sogar Level 3 erst. Ach, hier. Es gibt auch ein Obsidian-Claymore, das hat 37 Schaden, gell? Das kann der normale Krieger tragen, gell? Muss aber Level 6 sein. Das macht 37 Schaden, hat dann kein Schild mehr. Ja. 4, 4, 3, ja, geht auch eigentlich an Stats. Ich brauch mal einen, der 5 oder 6 Leben hat wieder, damit das klappt. Guck mal, da gibt's eigentlich noch einen Bogen, einen vernünftigen? Nee. Außer den einen da, ja. Der so übertrieben teuer ist.
So, wieder 7 einfache Holzstühle bauen. Passt. Mach ich gleich. Okay, ich muss dann mal einen Schmiedehammer herstellen. Und einen zweiten Schmied einstellen. Okay. Weil, um einen Ingenieur zu machen, braucht man vorher den Grundberuf Schmied. Aber dadurch, ich nur einen Schmied habe, lohnt das für mich einfach gerade nicht, den zu ändern. Weil ich könnte den zum Ingenieur umändern. Ja. Aber mir bringt das halt einfach nichts. Aber dann habe ich den nicht mehr. Ja. Den muss ich jetzt einen zweiten Hammer herstellen, muss einen zweiten Typ, der gute Sets hat dafür, annennen. Und, ja. Gute Sets sind wahrscheinlich grün oder so, ne? Ja, grün hoch halt. Ja. Man muss den jetzt auf Level 2, glaube ich. Ja, Level 2 Schmied. Mein jetziger Schmied, gell? Der ist schon Stufe 5, 4. Kalter Stahl, lange Stunden an der Schmiede haben das Geheimnis des Stahls freigeschaltet. Scharfe Waffen und leichte Rüstung. Einblick in das des Meisters. Der Schmied kann nur Gegenstände von ausgeknallter Qualität herstellen, Gegenstände in freien Qualität herstellen. Da gibt's noch hier Ende, Waffenkampf. Zufriedenheit, geht so. Lol. Meiner braucht jetzt, also meine Studierstation hier, also meine Studierbank. Die braucht entweder, also die braucht halt jetzt so Tinte. Da kommt Material, ich weiß. Ja. Und die Trainingsstation, die braucht ein Juice, irgendwie, also so ein Saft. Ah, ich kann so eine Wassertasche, wie der angezeigt ist, kann ich schon bauen. Das kann ich ja mal machen. Ah, einfach 2 Lederballen, ey. Egal, ich mach's einfach. Schon wieder bei dir, ne? Ein einzelner Goblin kommt. Ja, mal wieder. Ach, Leute, der Typ schon wieder da. Da hinten ist wieder bei den Tierfallen. Alter, ich reiß gleich diese Tierfallen da hinten ab. Was mich halt nervt. Nachher, Fallbote, die Streitkräfte sind auf dem Weg. Da sind Wölfe in den Wäldern. Der eine, der dich beobachtet, müsste recht nachher. Beobachte jemanden, schickt Wolf zu mir. Okay. Weil inzwischen musste mein Team mal angucken. Inzwischen rennt da ein Ritter, ein Krieger und ein normaler Typ rum, gell? Hier verrottetes Essen. Lol, das verrottete Essen geht einfach weg nach einer Zeit. Anscheinend. Einfach despawned. Mein Lager ist überhaupt nicht überfüllt. Also mein Hauptlager in der Mitte. Nee. Alles so, wie es sein soll. Wow, ich könnte aber noch 15. Tintbarren herstellen. Okay. In diesem Haus können die Farmer alle wohnen. Ich verstehe nicht warum, aber meine Krieger, die bekommen irgendwie von selbst ihre Hammer und so, ne? Also ich stell die nicht her. Muss man mal in mein Lager gucken, wie viele Hammer da drin liegen. Kriegt ihr irgendwo her immer die ganze Zeit. Auch, warum bekommt man Hammer, obwohl man die nicht herstellt? Das check ich jetzt auch schon wieder nicht. Mein Krieger, Legionär, nenn ich das mal, ist in Zwischenstufe 3. Der könnte sich jetzt ein Level, ein 16 Schaden machendes Schwert holen. Holt's aber nicht. Jo, das ist komisch immer.
Ah, ich kann Sand aus Stein bekommen. Wölfe gehen Leitern runter. Alter, wie viele Gegner kommen denn da bei dir an, Nick? Das sind diese komischen Wölfe wieder. Ja, und irgendein Goblin oder so, ne? Ach, lass den Goblin, der vielleicht fressen sich gegenseitig. Ne, in irgendeiner Riesenvieh kam da meine Base rein. Guck mal da. Das hat 1200 Leben einfach. Wo denn? Ah, das ist so ein fetter Salamander. Nur hatte der bei mir das letzte Mal 400 Leben und nicht 1200. Ja, eine große Vielfalt heißt ja. Ich meine, so ein großer, nicht kein kleiner. Oh, okay. Ja, bei mir kamen so mittlere und kleine an. Ey, guck dir mal an, die sind alle damit ein Camp, knapp der überlebt hat, wahrscheinlich. Hm. Ja, eine blaue Tür wird verkauft, ein lilanes Fenster wird verkauft, ein lilanes Bett wird verkauft, ein lilaner Stuhl wird... Alter, wie viele lilane Sachen hat er denn hergestellt? Verkauf so ein paar Sachen, hab schon wieder... Alter! Nicht den sein Ernst. Blauer Marktstand. Ist auch auf blau. Alter, was hat der alles hergestellt, der Junge? Ah, Update. Ach lol, was ich auch erst check ist, gell? Hm? Eisenrüstung, gell? Hm? Ist nur für normale Krieger gedacht. Okay. Ah, und ein Krieger, der Level 3 ist, der kann dann, Nee, es gibt noch Stahlrüstung, ja? Die ist dann für den Legionär gedacht. Dann gibt's noch die Obsidian-Kalabier-Rüstung, die ist für Level 4er gedacht. Und dann gibt's noch anscheinend die Endrüstung, die gibt's ab Level höher erst wahrscheinlich noch. Nee, ich meine, ab Level 3 kann so ein Krieger-Bogenschütze werden. Auch. Okay, das mache ich jetzt mal. Da habe ich einen Bogenschützen und einen Typen, geil. Was ich jetzt mal mache ist, ich stelle jetzt bei mir ein Regal auf, wo ich meine Rüstung verkaufe, da kannst du die abkaufen. Ja, ich habe jetzt aber keinen Bock, eine Treppe zu bauen. Wow, ich brauche dafür Stoffballen. Andere Spieler reisen, können die ihre gelagerten Dinge abkaufen. Das ist das, Händler können Stand besuchen, um Waren zu kaufen oder zu verkaufen. Also ich finde, dass die Idee mit diesem Handelding gar nicht so schlecht. Du meinst diese, warte, wie heißen die? Ich habe da zwei von gebaut, diese Marktstände, ne? Mhm. Ja. Wollte ich auch welche bauen, nur ich wollte. Vor allem, ich brauche übelst viele Fasern einfach teilweise für diese komischen Rollen einfach nur. Ja. Ich hatte, der hat jetzt bestimmt, der wird dann auch Hobby, dort, wenn er damit fertig ist. Ich hätte jetzt 100 von diesen Faserndingern her. Hm. Ja, ich lasse auch irgendwie 61 oder so davon an Anfang herstellen, dann lasse ich erstmal ganz viele von den Stoffballen herstellen und dann lasse ich irgendwie Trinkflasche herstellen und so. Nee, Mist. Er hat einen Lederballen zu wenig. Minu. Hätte ich einen weiteren Leder, ne? Dann könnte ich so einen Empty Water Skin bauen. Dann könnte ich daraus irgendwie ein Apple Juice oder sowas machen oder irgendwie sowas. Und dann könnte ich das für die Trainingsstation verwenden. Naja. Alter, was dieses Fett wie getroppt hat alles. Jo. Was es auch alles für Berufe gibt. Durchgenerell, ne? Herzlichen Glückwunsch. Ich sehe schon wieder Dinge eingestellt. Ich habe die Gegend von oben und unten abgesucht, aber es scheint, dass du dich in den Großteil der Goblins gekümmert hast. Es werden zwar bestimmt noch ein paar zwei Nachzügler kommen, aber alles gute Arbeit. Hm. Hier das Geschenk deines Nachbardorfs gesammelt, haben alle geschlafen. Und was? Es gab nur das Geschenk jetzt. Ach da, lol, was?
Am Vorbett irgendwelche Rollen, Goldbarren und Holz. Also du hast jetzt Sachen bekommen? Ja, anscheinend war das eine lange Quest gewesen mit den Goblins, deswegen sind auch so viele gespawnt. Ach so, also wenn man den Goblins das alles gibt, ne? Dann geben die dir Sachen irgendwann, oder was? Nein, ich habe von irgendwoher anders eine Quest bekommen, die ich sagte, mach das und das und das und das. Die hat irgendwie gesagt, besiege die Goblins wahrscheinlich. Ach so, und dann muss man ganz viele Goblins besiegen, oder was? So scheint zumindest, ja. Kurz weg. So, wieder da. Musst du kurz das Licht anmachen. Da hinten. Ich frag mich gerade, was für eine Rüstung trägt mein Ritter eigentlich? Ich vermute mal, der trägt gerade die billigste, die es gibt. Hm. Ich habe über die Stahlrüstung hat er jetzt an. Okay. Weil das ist die Rüstung, die du auf Level 1 tragen kannst. Ne, den Helm kannst du Level 2 erst tragen. Problem ist, das kannst du nirgends abprobieren, ob der eine anhat oder nicht. Hm, was? Das kannst du ja nirgends abprobieren, ob der eine hat oder nicht. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ein Gegner. Schon wieder ein Weak the Flash. Ja, wo ist mein Bogenschütze hin? Da ist mein Bogenschütze, der ist. Alter, das ist echt. Der hat ins Bett gelegt. Achso, ich wundere mich gerade, hey, die patrouillieren hier so alle genüsslich. Wo ist der Bogenschütze? Aber die Lager, die bauen sich auch aus, ne, hat man gesehen jetzt. Mhm. Weil über deinen Fallen da, dieses eine Gebäude, da, also da ist jetzt schon ein Gebäude dabei und so, also auch ein bisschen mehr Holz, eine Truhe jetzt schon. Wahrscheinlich sind diese großen Basen eventuell schon der größte, was sie bauen können, weil die haben sich auch nicht weiter ausgebaut bisher, glaube ich. Oh. Händler ist da. Hier, Vogelbad. Alter, ich bekomme 3 Eisenrüstungen, wenn ich 4 Vogelbäder baue. Ey, das ist so geil. Wo baut man die? Schick meine Krieger jetzt los, die greifen jetzt das eine an. Ich hab keinen Bock mehr auf die Goblins da oben. Wären die dir zu viel, oder was? Wir gehen jetzt einfach nur auf den Sack, dass alle 3 über einen scheiß Krieger von dir angegriffen werden. Und zweitens, da ist nicht mal ein Goblin in der Basis drin die ganze Zeit. Tägliches Update. Passt. Ich hab fast meinen 15. Typ. Yeah, guck mal, die haben es vernichtet schon. Ja, ja. Geil. Okay, bis hierhin kann gebaut werden als Boden. Okay. Das merke ich mir. Ungefähr so groß. Schön baue ich das hier alles auf. Guck, ich hab einen Stuhl bekommen. Ich baue mir einen großen Marktplatz einfach. Ja, da bin ich auch gerade schon so leicht dabei. Glaubst du, 40 mal 40 ist für den Marktplatz zu groß? Kann sein. Baue einen etwas kleineren. Ja, ich baue jetzt auch immer kleiner. Ich baue mal 20 mal 20, wird ja bereicht.
Okay. Um diese Uhrzeit, diesen nahen Tonscheiß. Da schon wieder ein Goblin bei dir, ne? Oder wo ist der denn da oben? Hä? Wo soll der denn hinschleichen? Ach ne, die darf jetzt eine Runde. Alter, die laufen jetzt nicht ernsthaft bis da hinten und da geht's dann nicht mehr weiter, oder was? So, da geht's runter. Okay. Alter, die laufen halt wirklich bis sie... Das sind die, die in der Nähe von mir gespawnt sind und mich nicht angreifen können und deswegen fokussen sie dich. Autumn Vesta ist Level 5 geworden. Farming, yay. Auch mal was Nutzer geworden. Hm. 7 einfache Holzstühle. Habe ich fast. Dann baue ich noch ein paar. Richtig. Ihr Vogelbäder. Vorteil hat er sogar, wenn er nicht einen Laden hat, man kann sogar sagen, ich kaufe das. Und wenn jetzt beispielsweise einer der anderen beiden das hat, dann kann ich kriegen jedenfalls nicht zwar Gold dadurch, aber die können es verkaufen. Hm. Ich glaube, ich werde mir einfach später einen Tunnel bauen, der halt durch die Wand noch dort geht, ne? Dass ich auch da rauskomme. Dass ich keine Treppen oder so bauen muss, so aufwendig, ne? Sauer. Ich baue mir so einen Tunnel, der geht bis zu deinem Tunnel da hinten, oder? Das ist doch eine Idee. Das wird knapp. Warum? Komm mal mit hoch. Mein Tunnel ist hier. Also dort, wo der Weg ist. Unten links neben meinem Feld. Warte, ich muss gleich. Ich muss gerade kurz vorher was anderes noch machen. Ah, ich sag dir einfach links vom Feld. Da ist so ein Weg, da geht der Tunnel hin. Warte, jetzt komme ich zu dir, was? Links neben mein Teil da. Wie heißt das? Mein Feld. Da ist so ein Weg. Dadurch geht es. Nee, links nicht. Ach, da ist rechts. Bei mir ist es links. Alter, bei dir kommt wieder so ein fetter Varan an, ey. Wieder mit seinen 1000 Sworn und Leben. Ja, aber wenn ich da theoretisch so durchbaue, ne, komme ich wahrscheinlich zu dir irgendwann. Irgendwann ist gut. Ja, wenn du auch gerade ausbaust. Oh, ich muss nochmal 11 weitere Holzstühle bauen. Ey, die Händler sind aber richtig wählerisch, ne? Boah, einfach ein paar mehr. So, das passt schon. Holz habe ich ja noch um die 300, das passt. Das reicht. Weißt du, um meinen Hirtenstab zu verwenden, ne?
muss ich erstmal so ein Trapper-Messer bauen. Du brauchst einmal einen Trapper dafür auf Level 3. Dafür brauche ich, ja, ich brauche auch erstmal einen Typen auf Level 3, wie hieß er, ein Steinmetz auf Level 3, um das zu bauen. Fein Copper-Ohr. Lol, man kann sein Ohr damit upgraden, wenn man so Extract Zentrum's Drone hat. Oder? Nee. Ich bin ein bisschen blöd. Genau. Ja. Steinmetz-Protest brauche ich dafür wieder, Alter. Wollen die mich alle verarschen? Ja. Was baue ich denn dann? Baue ich einfach ein paar Vogelbäder. Und hol wieder Steine. Händler. Ja, zwei Brustplatten. Wundervoll. Nehmen meine Leute gerne. Ich würde auch dann mal sagen, das war's mit Folge. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.